Erstmal noch die Holzkiste looten. Something tore right through these people. Didn't stand a chance. Wir reden heute nicht mit Hyänen. Mal sehen, was passiert. Go away, or you will become new flesh. I will make you new flesh. Einschüchtern. Bestien haben wir nichts zu befehlen. Let's try. 15. Ich hätte gerne den Bonus. Man weiß ja nie von der göttlichen Führung. Ho, haben wir geschafft. Sehr schön. Die werden eingeschüchtert. Nice. No, no flesh. Flesh hurts. Okay. Creature's eyes roll back in its head. Equal parts bliss and agony. She'd eaten. Feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come, see, my flesh becomes new flesh. Das sieht nicht gut aus, sind wir ehrlich. Das sieht falsch aus. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Oh, shit. No, come closer. Feed the new flesh. Bones snap as the hyena is hollowed from the inside out, forming a vessel for something new. Ugh. Her belly splits like a rotten fruit, birthing a frenzy of claws and fangs. Ugh. Oh shit. Jetzt sind die alle gegen uns? Och nö. Das ist jetzt ein Problem. Oder ne, der rennt weg von uns. Das wäre gut, ne? Sollen wir vielleicht die kaputt machen, die hier noch aufgebläht rumliegen, bevor wir noch mehr Gnolle spawnen? Würde ich ja sagen, aber ich komme nicht ran. Oder doch, ich komme ran. Tatendrang. Haben wir uns mal eingespart hier. Okay. Okay, der ist neugeboren. Der ging. Er ist zum Glück noch fehlgeschlagen. Sehr gut. Oh, die rennt weg, weil sie Scheiße! Ich kann von hier aus nicht darauf schießen, oder? Das war nur ein Dreier-Hit, ja Kacke. Can't stay idle. Komm schon, ich brauche 9:10. Ich hab gar nichts getroffen. Scheiße. Das ist schlecht. Nicht genug Platz? So, ein Abbild von uns geschaffen. Zug beenden. Das kann ich angreifen. Das wird schwierig. Sind wir ehrlich.
versuche so schnell möglich die hier unten. Oh Scheiße, wie gesagt, die kommen. Kommen neue. Es wird nicht besser, sind wir ehrlich. Machen wir das. Und hoffen, dass das die Leute da hinten genug beschäftigt. Ist die Frage. Ich habe, glaube ich, kein Feuer. Entsprechend. Einfach nur ein 6er-Hit. Mist. Kriege ich XP. Ich habe Vorteil. Hyänenohr. Ich kann das eh nicht bewegen. Warum kriege ich von dir Hieb ohne Waffen? Eine Waffenaktion. Hat aber, du hast eh keine Aktion. Warum darf ich die überhaupt steuern? Ich kann nicht bewegen. Immobil. So, der ist schon mal auf den Boden gelegt. Sehr schön. Oh oh, die haben Fernkampfwaffen. Das ist schlecht. Ich glaube, die sind gar nicht so kacke. Knolljäger, 20. Ja, die haben alle 20 HP. Rückzug. No time to waste. I guess. Creator, Destroyer. Don't get too close. Never a dull moment. Weg hier. Swift as my feet can carry me. What should I do? Du hast auch niemand mehr im Nahkampf, ne? Ich genüge. Achso, doch, fertig. Bewegungsrate. Ja, dich können wir da lassen. Okay, das ist jetzt eine gute Ablenkung. Oder auch nicht. Die ziehen Blutspuren hinter sich her. Hallo. Du bist nur 9. Ich kann auch mit allen angreifen. Ich denke, das sollte okay sein. Kritischer Treffer mit Knaufschlag. Ich kann sie looten? Die ist ja richtig ausgenockt. Hat das aber nicht tödlicher Angriff, ne? Wir werden auf jeden Fall einen Präzisionsangriff brauchen, glaube ich, nächste Runde. Oh, der kann es angreifen, oder? Der kann sehr weit angreifen. Bin nicht sicher, ob ich den Kampf schaffen kann. Das sind sehr viele Gegner. Und mir geht es nicht mehr so perfekt gut und einer von uns hat keine Zauberslots mehr. Machen wir mal das und du rennst gleich mal ein Stück zurück. So, Dolchwolke da rein noch. Wie lange bist denn du ausgenockt? Oder bist du einfach für immer? Okay, das gibt einfach nicht tödliche Angriffe. Heilige Flamme, kann ich das da oben? Hat funktioniert leider. Plötzlicher Ansturm. Au.
Kann ich jetzt mehrere treffen? Nee, ich hatte das mit mehreren nicht drin, oder? Erzeugt Bluten. Versuche ich lieber jemanden rauszubürsten, glaube ich. 99% Vorteil. Schöner 14er. Damit ist Schattenherz schon wieder down. Durchwolke macht da oben auch einen platt. Ist natürlich blöd, dass Schattenherz schon wieder down ist. Und wir eigentlich noch andere zu bewerkstelligen haben. Ihre Position. 50%. Ha. Ein ähnliches Problem haben wir, glaube ich, auch mit den anderen Sachen. Donnerwoge. Donnerwoge ist halt immer vor mir. Muss ich mich passend positionieren für Donnerwoge. Noch weiter zur Seite. So, einen haben wir. Jede Position, deswegen habe ich nur 50% Chance zu hitten. Weil werde ich trotzdem machen müssen. Sehr schön. Das waren aber nur 5, der hatte 6. No! Ein D10 plus 3. Kritischer Treffer, 6 Schaden. Ist nicht so viel, leider. Sehr schön, hat den Gelegenheitsangriff nicht getroffen und ich glaube, ich muss mich hier drüben hinstellen. Hat nur einen getroffen von 3 Hits zum Glück. Und der spurt, das heißt, er greift aber nicht mehr an. Doch, er greift trotzdem noch an. Rettungswurf gelungen, sehr schön. Schlafen könnte ich natürlich jetzt legen. Ist aber irgendwie Quatsch. Ich glaube, ich nehme den erstmal raus. Oh, weil den kann ich nicht wirklich töten. Der ist aber garantiert tot. So. Shall be done. Sometimes the only way out is through. Das ist ein Konzentrationszauber, yes. Das ist auch ein Konzentrationszauber, aber das ist keiner. Dissonantes Flüstern. Bist verängstigt. Deswegen machst du nichts. Wenn ich das jetzt mache, ist glaube ich eine Aktion, yes. Ist nur der Knolljäger da oben. Und der hier unten. Ich helfe ihr mal hoch. Ich hoffe, dass es nicht direkt wieder liegt. Die Heilfähigkeit von ihr, das Durchschnaufen, ist schon echt stark. Dammit. Und sie hat dann, oh, sie kriegt instant, weil sie schon wieder aufgehoben wurde, noch einen Todes... Oh, shit. Kritischer Fehlschlag. Ach, komm schon. Überhaupt kein Damage. Muss den mal hier in den Weg stellen. So, jetzt haben wir mal wieder einen raus. So. Zug beenden. Das ist doch für jede Kreatur, oder? Scheiße. Fernangriff. Ich kann nur einen Fernangriff machen, wenn ich mich hier hinstelle. Psionik springen. 10 Züge.
Fehlschlag. Aber eigentlich durfte er jetzt nicht mehr so sehr im Fernkampf angreifen dürfen. War da nämlich ein Nachteil. So, Todesrettungswurf erfolgreich. Ich helfe jetzt nochmal hoch, weil der war ja gerade oben dran. Haben wir doch geschafft. So, ich habe für dich Schriftholde Wiederbelebung. Ja, hier Fernkampfangriff und so, ne? 50%. Nice, ein 7er Hit. Besser als nix. Und du musst dich mal irgendwie hierhin begeben. Von denen hat leider niemand irgendwas zum Heilen. Attack halt einfach. Haben, glaube ich, einen Vorteil an der Stelle. Trifft nämlich nichts mehr. Sehr schön. Aber nur ein 3er-Hit? Das ist echt nicht so optimal. Bin ich nicht weiter oben? Nee, irgendwie nicht. Nope. Du bleibst einfach da stehen. Kann ich die Dolchwolke irgendwie deaktivieren? Blöde Frage. Wie deaktiviere ich denn die Dolchwolke? Warum habe ich... Das ist doch doof. Warum habe ich denn jetzt hier eine falsche Waffe drin? Kurzschwert. Nur mit Kurzschwert ungeübt. Oh, ich bin auch im Umgang mit Kurzschwertern ungeübt. Und Krummsäbel bin ich auch ungeübt. Nur Dolchen bin ich geübt. Das erklärt vielleicht einiges, ey. Da würde ich immer sagen, wir machen noch einen kurzen Rast. Ja, würde ich ja sagen, wir machen noch mal eine. Knoll Fangzahn, ein Speer von dir. Okay, wir wissen jetzt, wie Gnolle entstehen, aus sterbenden Hyänen. Das ist irgendwie, puh, besorgniserregend. Da ist nur eine Flasche drin. Das wollte ich gar nicht, ich habe einfach nur verklickt. Ich habe mich einfach nur verklickt. So, Gale just consumes magical items like I do wine. We truly are a group. Ich hab. Nevertheless, as quirks go, that's a new one for me. Jetzt brennen wir die ganze Zeit oder was noch? Drow-Gift. Nahkampf. Überzieht eine aktive Waffe mit Gift. Verdünntes Öl der Schärfe. 1 auf Schaden. Ein SG3 Konstitutionsrüstung oder ist vergiftet. Alchemistenfeuer. Hätte vielleicht auch geholfen. Okay, uns geht's nicht mehr so gut. Entweder machen wir jetzt wieder eine lange Rast. Lieferbefehle. Die würden mir diese Kisten ungeöffnet, lest den ersten Satz erneut. Wenn ihr sie öffnet, werde ich es wissen und dann seid ihr tot. Das ist keine Drohung, das wird passieren, wenn ihr die Kiste öffnet. Findet die verschollene Lieferung. Alchemistenfeuer, Kurzschwert, toter Knoll. Ich würde sagen, wir speichern mal. Noch mehr Essen. Essen haben wir, glaube ich, genug. Dann machen wir einfach noch mal eine lange Rast. Weil sonst ist es echt ein bisschen schwierig, wie es hier weitergehen soll. Sind wir ehrlich. An das gute, fromme Volk. Eine Rundschreiben der Kirche von Ogmar, Herr allen Wissens. Er trägt das Siegel von Brevok Fenor, höchster Lehrmeister des Tempels, der entrollenden Schriftrolle in Baldur's Tor.
An die guten, gottesfürchtigen Leute Ferons zunächst und im Namen des Fürsten Binder höchst selbst möchte ich euch danken. Dieses reiche schon Ereignisse, die inzwischen als zweite Teilung bekannt sind, haben für Chaos und Aufruhr gesorgt. Götter fielen und stiegen wieder auf. Verschwundene Kontinente kehrten zurück und das Gewebe selbst erzitterte, als die Ebenen einen neuen und noch ungegründete Ordnung gebaren. Derartiges Chaos ist häufig ein Widerspruch zu Ogmas heiligen Streben nach Wahrheit und Wissen. Doch dank der unzähligen Augenzeugenberichten, die guten Leuten im ganzen Kontinent unseren Agenten übermittelt haben, ist die Kirche guten Mutes, dass sich ein Bild dieser seltsamen Jahre zu kristallisieren begonnen hat. Wir bitten daher darum, unseren Tempel kein weiteres Mal mehr Material zu senden. Für Fürst Binder ist zwar alles Wissen von Bedeutung, doch wir sind überzeugt, dass eventuelle zukünftige Ebenen verändernden Ereignisse nicht im Rauch einer Pfeife oder den Ausscheidungen einer Herde vorhergesagt werden. Ein neues und eigenartiges Zeitalter hat begonnen. Solltet ihr göttlichen Beistand benötigen, so bitten wir euch, sucht ihn bei der örtlichen Tempelvorsteherin. Okay. Okay. Zerfleischte Leiche. Offener Brief zur Unterdrückung der Pfauen. Wollte eigentlich lesen, ich Idiot? Nur falsch geklickt. Also ich bin irgendwie heute sehr am Verklicken. Eine zornig geschwungene Handschrift verfasst. Er ist ein Leserbrief an den Herausgeber von Baldurs Bild. Eine für ihre Kontroversartikel bekannte Boulevardzeitung. Werte Herausgeber, ich halte es für verabscheuungswürdig, nein, für diabolisch, dass ihr die lächerlichen Vorschriften zur Tierhaltung in Baldurs Tor verteidigt. Kein Tier, das größer als ein Pfau ist, darf in die Stadt. Wie erscheich! Meine liebste Giselle ist der wohlerzogenste Bär, dem ihr je begegnen werdet. Doch um Zeit mit meinem Kind zu verbringen, muss ich zu meinem Sommerhaus in Cormyr reisen. Ich fordere das Parlament auf, diesen Missstand zu beheben, unverzüglich. Wow. Oh, wow. Was denn hier? Was ein Quatsch. Fleischleiche, ein Blutstein. Jeder kann Blut aus einem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Okay. Das ist ja mal eine Weisheit, ey. Wo sind wir hier eigentlich? Ich würde sagen, Resting-Zeit. Lange Rast. Genügend lange für eine lange Rast. So Treffpunkte wieder, Zauberplätze wieder herstellen. Oh, ich darf wieder mit den Leuten reden. Jetzt war das ver. Wer ist das? Hallo? Auf jeden Fall eine Frau. Nach der er sich irgendwie sehnt. Oh. My. You startled me. It's miles away. Wer ist das? She's no one, really. I was just. Na klar. Na klar. Diesen Ausdruck hat man nicht im Gesicht, wenn sie um niemanden handelt. Let's go. Jawohl. Nur tiefer kennen, geschafft. What can I say? She's Mistra. Eine Göttin. I can't quite describe it. The need I sometimes feel to see her. To draw the filaments of fantasy into existence. No sculpture or painting could ever do her justice. Only the fabric that she herself is. And embodies the weave. Mistra is all magic. As far as I'm concerned, ist doch eine, die Göttin der Magier. Ich wusste nicht, wie tief eure Hingabe wirklich ist. Ihr seid verblendet, Gale. Das Leben besteht nur aus einer einzigen Göttin. Ja, nee. Er klingt wie ein begeisterter Schuldigung, finde ich lustiger. At the very least, the most deep-seated passion. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it.
It's like music, poetry, physical beauty, all of it can give an expression through the senses. Would you like to experience this? Na, warum nicht? Follow my lead. Jetzt bin ich gespannt. What's happening now? Warum hat plötzlich einen Schlafzimmerblick? Now you. Fingerfertigkeit, Arkane, Kunde. Die Geste langsam und so genau wie möglich nachahmen. Die Geste schnell und entschlossen nachahmen. Die Geste überschwänglich nachahmen. Nee, dann schnell und entschlossen. Let's go. Geschafft. Ganz entspannt. Nice. You feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran Mistraril Kantrak Eo. Wurde wiederholen, langsam und vorsichtig. Du spürst, sie machen diese Worte, sie bewusst aussprechen. Die Worte wiederholen, mutig und stolz. Die 19, holy moly. Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Aber du siehst immer schlechter aus. I want you to picture in your mind the concept of harmony, as true as you can. An das hier und jetzt denken, diese unerwarteten Augenblick des Lernens, der einen Ort des absoluten Friedens vorstellen, fern von allem Leid und Chaos. Ich eine frühe Jugend erinnere an einen fröhlichen Familienaugenblick. Versuchen, eine vertraute Melodie zu summen. Melodie. It is. Nice one, wieder geschafft. Dass sie da gar keine Vertonung gemacht haben, ist ein bisschen schade, finde ich. You see, or is it sense, the presence of a woman? The woman who hovered over Gale's palm. There's something like the anticipation of a kiss. Then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of mistress. Ich weiß nicht, ob das meinen Patron so cool findet. You did it. You're channeling the weave. How does it feel? Magisch, sinnlich. The weave connects you. The moment feels intimate. Okay, wir können also auch den romancen. Wir könnten ihn jetzt schon romancen. The weave evaporates. And as it does so, you realize the night feels suddenly cold and lonesome. Oh. There it goes. How easily things slip away from us. No matter how hard they were in the obtaining. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. Dein Kopf ist runtergefallen. Will, what up? Gale slurped that thing up like a horse with a carrot. I hope he got what he needed from it. Was haltet ihr von Raphael? Moment, wer ist ein Raphael? He brings to mind a story. Ach so, das war der Typ, der vorbeikam. With the silver tongue, an old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. Das war die Moral? A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit,
The devil granted him a bottomless coin purse. Farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Was haltet ihr von dem Teufel Will? Ich meine, Raphael, wir sollten in unserer Situation zumindest über seine Angebote nachdenken? Nee. Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. Ich habe kein Interesse am Pakten mit Teufeln. Es hat von Heilung gesprochen, wir sollten ihn wenigstens anhören. Kein Preis ist zu hoch. Nee, ich habe hier keinen. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. Ja, die Erfahrung auch gemacht. The devil won't take just anything. He'll take everything. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. Okay. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found okay. Fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Blech. Moment, jetzt hab ich irgendwas verpeilt. Achso, vielleicht für Goblins. Ah, Goblins, okay. Und er hat euch zur Klinge der Grenzen ernannt. No. But he named me friend. And that meant the war. But what of the others? The children never saved. The cries never heard. In the boy's tears. I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Es ist schön, endlich ein Gesicht mit Namen zu verbinden. Ah. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Okay, den werde ich, glaube ich, in meine Gruppe holen, sobald wir mit den Gridjanki oder was ist es gesprochen haben. Hallo. Gale is positively voracious. Well, let him suck up all the magic he needs, as long as he doesn't snack on a Githyanki silver sword. Das sieht speziell aus. Sind wir ehrlich. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the okay. Pleasant. Da würde ich sagen, we ready? Ah ne, hier ist noch jemand zum Reden. Oh, du bist auch hier. Hallo. Was machst du denn hier? We meet again. As predicted. Was machst denn du in meinem Lager? I shall be here in my camp. For whenever thou hast need of my services. Ja, was sind denn deine Services? Was genau seid ihr? There are many answers to that question. None are important. Die Leute können über nicht sprechen. Warum ihr es könnt. Wow. Ja, eben etwas, was habt ihr gemacht? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. Du hast Geister sortiert? Willst du mir gerade erzählen? For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Moment. Okay, du bist der Söldnerverkäufer.
glaube, ich kann diesen Kultisten trauen. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Der könnte auch aus Elden Ring kommen mit seiner Geschwafel. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Okay. Nom nom nom, will man noch was. Können wir noch auf andere Weise helfen? Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Höchstmächtig mal, wie könnte so einfach wirken? Because it is my calling. There is little else to explain. Okay. Meine Klasse zu ändern. Okay, ich kann meine Klasse hier ändern. Wow. Wow. Oh, Kostenversprung. A matter of coin. Weil ich nicht so viel habe. Then I shall wait here patiently until it is acquired. Okay, der scheint dafür nur zuständig zu sein. Für ein bisschen Spielmechanik. Das ist ja empörend. Such is life. Outrage leading to a singular end. Okay. Merkwürdiger der Todesalb, der hat viele Kräfte, gestattet die Verbindung wieder zu beleben, Hilfe anzuhören und deine Klasse zu wechseln. Natürlich nicht gratis. Könnte also jetzt andere Leute holen, damit meine Party runder wird, sag ich mal. Okay. Ups, das wollte ich gar nicht. Ja. Echtzeit. Lange Rast. Würstchen, Gurken. Rotkappe würde ich, glaube ich, lieber nicht essen wollen. Die brauche ich aber nicht alle. Stapel teilen. Wir brauchen zwei davon. Zweimal Käse. Lange Rast. Schlaf. Oh, hallo. Oh, fuck. Moment. Hope you're keeping well, friend. Master, friend. I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Oh, der ist auch so hübsch noch dazu. Erstmal streicheln. Wir hätten zwar nicht so gestreichelt, aber es gibt einen Doggy und du kannst ihn petten. Direkt nochmal machen. Ja, da würde ich meinen Hund zwar nicht streicheln, aber Doggy-Pet und so. Und es hat sogar Beziehungen gegeben, lustigerweise. Lager verlassen. You seem quite forward with your compliments earlier. We'd only just met. Seize the day, I say. More now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Wir sortieren mal hier den ganzen Kram nach Typ. Und wir haben doch noch ein paar Heiltränke, oder? Bin ich gerade doof? Genau. Stapel teilen. Und wir senden einen an Lezel. Stapel teilen. Und wir senden einen an Schattenherz. Ich glaube, die haben keine mehr.
Genau. Mir fällt immer noch eine. Wir hatten nicht mehr irgendwie. Wie kann ich eigentlich. Egal. Frage wäre, wie kann ich eigentlich Alchemie machen? Tote Hyäne. Ich glaube, ich will hier nicht hoch gerade. Aber ich will zu Hyäne. Wieso brennt die eigentlich? Don't waste a step. Was geht denn hier so ab? Da ist eine Brücke. Hier ist irgendein Lager. Wir sind mitten in dem Jage-Karlach-Gebiet. Wer war nochmal Karlach? Kürbis. Kohl, Kürbis, Karotte, Apfel, gib mir mehr Äpfel, ich brauche den ganzen Kram für die lange Rasten. Kürbis, ich wollte nicht einen halb gegessenen Apfel haben. Kann ich wieder rausschmeißen? Reisesack. Wo ist denn jetzt der halb gegessene Apfel hingerutscht? Der ist doch Müll, oder? Da. Fallen lassen. Ein halb gegessen Apfel brauchen wir nicht. Das Tor ist geschlossen. Was ist das Tor ist geschlossen hier? Lesen. Eine Bastion von Kommerz und Kultur belohnt alleine durch. Was? Belohnt allein durch Korruption und Katastrophe. Kriminalität, Armut, Besteuerung, schwere Lasten, die ungerechterweise auf die Schultern der einfachen Bürger geladen werden. Diebe und Außenseiter saugen sich an den Zitzen fest. Fett. Während die einheimischen Baldurier auf den Straßen verhungern. Zu lange haben der Großherzog und sein Parlament unser Tor unbewacht gelassen. Wenn ihr, wie ihr, bereit seid, es zu verteidigen, dann schließt euch Gleichgesinnten auf einen Gedankenaustausch an. Schließt euch den Hütern des Tores an. Genug ist genug, das Tor ist geschlossen. Also, ich sag mal so. Rassismus ist schon eine Problematik, wa? Sind wir mal ehrlich. Geh erstmal hier auf die. Hier ist ja offensichtlicherweise was passiert. Milchkanne. Vase. Loot. Someone's already slain these creatures. A pity they didn't leave any for us. Okay. Tote Gnolle. Warum hat niemand die Gnoll-Dingens eingesammelt? Oh, Moment, wer bist denn du? Buckel. Ich meine, das hätte ich direkt an jemand anderen geben können. Halt, stopp. Hier, Gale. Du bist unser Rüstungsschlepper. Okay, es haben nicht alle überlebt. Offensichtlicherweise noch welche gestorben. Kisten. Krippe. Knochenhaufen. Wo bin ich eigentlich? Wir sind in irgendeinem Stützpunkt wieder. Hier ist ja Festung oder sowas. Aber eine Spur von toten Gnollen. In welcher welchem Haus bin ich denn jetzt? Oder wie die Villa bin ich denn jetzt angekommen? Gnolle mit Waffen. Okay, Knolle kann auch Waffen haben. Das ist ja noch spannender.
Es geht ums komplette Haus rum, ne? Oh, ne, nicht die Eingeweide nehmen, danke. Okay. Huch, F5. Wollte ich drücken. Hier liegen so viele Loothaufen rum. Könnte überall was Gutes drin sein. Es ist überall nur Müll drin. Logisch. Oh, ein abgetrennter Arm. Höhenloch? Okay. Also gibt es irgendwie einen Eingang, wenn man super klein ist, aber wie wäre ich denn super klein? Asteroide wahrscheinlich, ne? Wenn ich mich klein machen kann. Abgetrenntes Bein. Ich glaube, abgetrennte Gliedmaßen lasse ich lieber liegen. Das sollte man, glaube ich, nicht mit sich rumtragen. Das könnte verdächtige Fragen erzeugen. Ja, abgetrennten Kopf auch nicht. Oh. Geht's hoch? Geht's runter? Oh, hallo. Wer bist du denn? Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Wir haben jetzt weniger Mäuler zu stopfen. Wie viel habt ihr verloren? Was ist euch zugestoßen? The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Und gegen Teufel kämpfen ist ein bisschen schwierig, oder? Wie viel habt ihr verloren? Both stalwarts of Tyr, sworn to uphold justice. Überfallen will ich sie nicht. Was habt ihr denn anzubieten? Ich meine, ich habe jetzt jede Menge Zeug, das ich eigentlich einfach nicht brauche. Ein Rapier hat besseren Damage als ein Langschwert. Die Briefe behalten wir mal lieber, man weiß ja nie. Ketten können wir verkaufen, die Ringe. Das sind eh nur Optik. Stachelige Knolle. Macht erzeugt Bluten und erzeugt Säure. So, hier haben wir noch was. Ein Glas, ein Bronzepokal. Explodiert beim Auftreffen. Sollte ich jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr benutzen. Was nicht zufällig? Nee. Schriftrolle, Spiegelbilder, Melfs, Säurepfeil. Plus Verzögerung. Achso. 4D4 plus 2D4 Verzögerung. Ein ganzes Hühnchen, Vorratspakete. Fallenden Scher. Oh, doch, ja, Heiltränke habt ihr. Nehmen wir doch mal mit, würde ich sagen. Und ihr gleicht das aus, dann haben wir 120 Gold mehr und jede Menge Zeug weniger. Was können wir mit dem ganzen kleinen Kram hier auch noch machen? Das wir nicht mehr brauchen. Ja, Gold hast du dann halt. Fertig. Weimann-Gift. In Tyr's Name. Mir ist nicht ganz klar, was hier passiert ist. Aber wir looten die ganzen Kram hier noch durch, die ganzen Kisten. Oh. Just another crate. Fackeln. Let's go. Wir gehen jetzt mal oben rein. Das ist nämlich ein Teller. Und eine Seele. What? Wieso ist hier oben eine Seelenmünze? Ein lustvoller Pakt. Da ist ein Buch dahinter.
Wieder neu sortieren. Ein lustvoller Pakt. Theaterstück, ein lustvoller Pakt, das wegen seiner derben Inhalts in mindestens 4 Städten nicht aufgeführt werden darf. Der Skandal um das Stück hat dazu geführt, dass es in zahlreichen illegalen Auflagen gedruckt und verkauft wird. Okay. Vielleicht nicht unbedingt lesen, aber wir können hier oben rein. Wo geht's denn hier so hin? Hallo? Oh, ein Rapier. Nehme ich mir. Eine Armbrust nehme ich mir. Einen Bogen nehme ich mir. Ich will die ganze Zeit mit WASD laufen, aber ich muss einfach mit Linksklick eigentlich laufen. Birnen gönne ich mir auch. Feuerwasser. Die Herren des Wahnsinns, Band 4, Yengoluen. Kaum ein Dämonenfürst hat die Welt seinen Stempel derart aufgedrückt wie Yenogu. Sein unstillbarer Hunger galt zwar als Tumber Zwang, doch ganz gewiss nicht Tump ist die allgegenwärtige Erinnerung an seine Anwesenheit in der Welt durch seine Auserwählten, die Gnolle. Oh, doch wie entstehen Gnolle? Zunächst muss ein Auserwählter Yenogus tun, was sein Herr gebietet, töten. Sodann haben Hyänen sich an den Leichen dieser Toten und aus dem vollgefressenen Bauch der Hyänen wie ein Gnoll. Und aus dem vollgefressenen Bauch der Hyänen wird ein Gnoll geboren. Der so geborene Gnoll ist demnach der manifestierte Hunger. Knolle zerreißen jedes lebende Wesen, zerfetzen Leib und Fleisch und lassen nichts als Knochen zurück. Sie scheren sich nicht um Reichtum oder Wohlstand, sie kennen nur einen Wunsch, ihren Hunger zu sättigen. Diese Sättigung ist in sich eine Opfergabe an Yenogu, sie fließt direkt zu ihm. Manch einer mag die Knolle für diese unmittelbare Verbindung zu ihrem Schöpfergott beneiden, doch dieser Neid würde augenblicklich blanken Entsetzen weichen, sobald der faulige Atem und das böse Kichern der Ungeheuer durch die dunkle Nacht herbeiweht. Sollt ihr jemals von Gnollen verfolgt werden, verbrennt eure Leichen, verdeckt euren Duft und betet an jeden, der euch helfen könnte, denn der fleischgewordene Hunger lässt sich nicht bestechen, nicht besänftigen und nicht beruhigen. Coole Geschichte. Hallo. Oh, da steht ja jemand. Anders. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. Soll man euch da helfen? Wer da was hat euch angegriffen? The devil, the most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of fear, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells. Hiding in the form of a one-horned tiefling. Ein einhörniger Teufel. Countless refugees fleeing the absolute. Yesterday she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. Ihr seid keine guten Paladine, würde ich mal so sagen. She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the Sword of Justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Das Schwert ist doppelt so groß wie ich. Was soll ich damit? Ich denke drüber nach. Also nicht so ein verlockendes Angebot, einem Halbling ein Schwert zu geben, was irgendwie 1,50 Meter lang ist. Und ich 1,40 Meter groß bin. Wenn du poking around in the cellar, be my guest. Plug your nose first, though. Dass man mit Enter nicht bestätigen kann. Corpse, half right to mush. Must have been down there a 10 day or more. It was a toll house. By the time we arrived, it was more like a slaughterhouse. There's more monsters than coin moving down this road. Toll bedeutet Gold. Da habt ihr es gesehen. There's a locked door down the hatch. Doesn't look like anyone's managed to get in. If there's any gold left, that's where it'll be. Gold! Dann gehen wir uns mal Gold zu holen hier. Okay, da unten sind irgendwie Leichen, haben sie gesagt.
Schränkler, gut. Ist die oh, hallo. Kann man euch helfen? Ich wollte nicht mit dir reden. Ich will mit dem reden. Oh, der ist dead. Dann reden wir erstmal mit Cyrell. Moment, war es nicht gerade noch draußen? Hä? Wie bist denn du hier reingekommen? Verstehe ich nicht. Oh, hier ist so viel zu looten. No. Nope. Nein. Was habe ich denn jetzt eingesteckt? Oh, dann war ein Schlafsack, kann man vielleicht mal gönnen. Weil das brauchen wir halt nicht, ne? Wir haben Schlafsack in unserem Lager. Noch mehr Käse, Jutesack. Eine verfaulte Tomate. Ihr sollt mal eure Vorräte durchgehen, da sind verfaulte Sachen drin. So, hier ist wahrscheinlich die Tür, wo sie reingekommen ist, ne? Ah. Das erklärt's. Polster der Rüstung. Gale! Da ist wieder eine Rüstung zu schleppen. Hier, das kannst du direkt noch mitnehmen, das lange Schwert. Leute, ihr habt hier verrottetes Zeug drin. Das ist doch nicht gut. Und warum hast du eine Karotte, wenn du tot bist? Versteh mal einer. Erhumpen. Okay, ich muss sagen, rausgezoomt ist irgendwie, glaube ich, einfacher zu dealen. Zu dealen with. Oh, Kampfspitzhacke. Gale! Mach dich nützlich, wenn du schon meine Artefakte Stangenbrot. Aufrutterst. Ich muss auf. Okay. Dass ich da hochklettere, um das Stangenbrot zu holen, ist ein bisschen witzig. So, ich glaube, jetzt haben wir die kompletten Bereiche durchgelootet. Da ist noch ein Vorratspaket, was ich einfach direkt übersehen habe. Und ein Judesack, dem nichts drin ist. Okay. Moment, da ist auch noch eine Kiste. Something good here, I hope. Nope. Nope. Erkenntnisse im Hinterland, Neuauflage. Geschätzte Leser, auf diesen Seiten sind häufig überraschende Neuigkeiten aus den entlegensten Winkeln unseres schönen Landes zu lesen. Doch ich muss euch warnen, die neue Ausgabe enthält Nachrichten, die manch einer... was kurz zu machen schockierend finden mag. Gewiss, vielleicht verschwindet der Kult des Absoluten von unserem Agenten in Eltrugat-Berichten ebenso schnell wieder wie viele andere vor ihm, doch die Meldung über Bündnisse zwischen Goblins und Lolth verschwundenen Drow, Trollen und Durgar sind höchst beunruhigend. Der beigefügte Bericht ist wohl der ernsteste seit unserer Gründung. Von der Veröffentlichung wurden Boten unter anderem nach Baldur's Tor, Skornubel und Kerzenburg geschickt. Hoffen wir, dass die Berichte ausreichend ernst genommen werden zum Wohle aller. Mit aufrichtigem Gruß, Mingus Beißer, Chefredakteur. Das ist ein bisschen lustig, wo ich so hinlaufe. Oh, ich darf den Holztisch auch looten. Ich darf auch den Jutesack da looten. Ich darf das Gold nehmen vor allen Dingen. Ihr braucht das Gold ja nicht, ne? Finde ich nett. Reiseführer der Schwertküste. Die fleckigen abgenutzten Seiten sind voller Reiseratschläge, die offenbar seit Jahrzehnten veraltet sind. Wer aus dem östlichen Landesinneren an die Küste reisen möchte, nutzt meist die Stiegstraße. Sie verläuft parallel zum Hyonta und bietet eine durchgehende Landroute von El Torell bis nach Baldur's Tor. Für Reisende stellt sie eine verlockende Alternative zum den Barkassen auf dem Hyonta dar. Ein Teilstück der Straße, etwa auf halbem Weg zwischen El Torell und Baldur's Tor, hat sich in den letzten Jahren zu einer Enklave für die Anhänger der Selun entwickelt. Ein recht prunkvoller Tempel liegt am Straßenrand, um ihn herum ist ein ganzes Dorf gewachsen, Mondhafen, in dem müden Reisende eine Unterkunft und etwas zu essen finden. Ich vermute mal, das ist das, wo wir sind.
Weiter östlich liegt die Zitadelle der Türme des Mondaufganges, wo für Reisende und Waren ein Zoll zu entrichten ist. Manch einer ist versucht, die Straße zu verlassen, um sich den Zoll zu sparen. Viele davon zahlen aber ob der Banditen und andere Gefahren abseits der Straße letztlich einen noch höheren Preis. Also ich glaube, das war ein Bereich, also eine Beschreibung von dem, wo wir jetzt gerade sind. Denke ich. Horden des Panjans, suchst du Fragen von Recht und Justiz. Gut, dann gehen wir hier runter, würde ich sagen. Gott, this assault on my nostrils should be labeled a war crime. Nieten besitzt das Schild. Und noch mehr. Achso, wir brauchen hier unser Fackel. Nope. Bleibt hier offen. Nope. Oh. Den gönnen wir uns. Zwei Handhammer, let's go. Sieben Karotten, let's go. Frage, ist hier nicht irgendwie alles ein bisschen verrottirottigt? Wenn es hier unten so stinkt. Apropos, ich muss die Küche noch machen. Gail, nimm den Scheiß mit. Kriegshammer. Gail, nimm den Scheiß mit. Also hier unten ist ein bisschen was zu finden. An Kram. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich derjenige bin, der immer vorne steht. Oh, hallo. Moment, wie heißt du? Toller Zöllner. Hauptbuch des Zollamts. Zollamt? Lesen. Buch mit Einnahmen des Zollhauses für das aktuelle Jahr. Die meisten Einträge sind in ordentlicher Schrift verfasst, die für die Reisenden und den bezahlten Goldbetrag auf. Aber der Text des letzten Eintrags ist verschmäht und wurde in Eile geschrieben. Kurier geschickt, musst du die Wachen und... oder Ablösung gebeten. Mehr Bauern sind zu viele, um sie zu zählen. Keine Waren tragen ihre eigenen Toten. Straßen nicht zu halten. Treffen Vorbereitung, den Boston zu verlassen. Keine Waren, kein Gold verwundet. Haben uns gewarnt, dass wir gehen sollten. Okay. 15 Fäuste und Panzerhandschuhe. Gebühr über 100 Gold erlassen. Fäuste zahlen keine Zölle, sie nehmen ihn. Okay. Schloss knacken unmöglich. Öffnen verschlossen. Schloss knacken unmöglich finde ich immer frech. Trank des Gedankenlesens. Schloss knacken unmöglich finde ich einfach nur gemein. Wie soll ich denn da reinkommen und was klauen? Das ist doch kacke. Dein Tief ist, ich brech's auf. Can't afford to stay idle. Ein Objekt sind ungewöhnlich robust. Die musst du mit genug Schaden auf einmal zufügen, um sie beschädigen zu können. Okay, das sieht schwierig aus. Yes? Ich hatte doch hier so einen Hammer. Ein Zweihandhammer da. Kriegshammer. Ich glaube, du bist von uns die Stärkste, deswegen. Action, not reaction. Kannst du dem aus. Und kannst du einhändig? Oh, alles klar. Mein Schloss zu knacken kannst du in der. Dieses Werkzeug ist es an der Stelle nicht. Okay, komm nicht durch. Wie ich will oder nicht. Das ist schräg. Can't give up now. Nope, keine Ahnung. Da ist noch ein Rätsel zu lösen, wie man da reinkommt. Hier kann ich alles aufmachen. Bisschen lüften. Holzkiste. Oh,
ganz viel Wurst drin. Nom 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 nom. Nom nom nom. Okay, dann speichere ich mir das mal kurz wieder. Weil irgendwie ist nicht klar, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben noch nicht die anderen Grinjanki noch nicht gefunden. Schauen wir mal, ob wir da noch eine Variante finden, da uns zu verbessern. Oh. Ist ja auch noch lang. Müssen wir, glaube ich, jetzt gerade nicht nachgucken. Irgendwo sollen wir jemanden jagen. Kalak oder so? Kalach. Oh, Schlüssel des Zöllners. Belladonna. Oh, wer ist denn mit dir? Kalach! Hallo. Oh, du warst auch einer von den Origin-Charakteren, glaube ich. Du hast Power. Und Feuer. One horn. This is the devil will and the paladins of Tyr want dead. Oh. Ja, die soll ich ja sowieso töten. Alles in Ordnung? Me. Never been better. Are you sure about that? Du siehst. Oh, fuck me. It's you from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Ich habe ein paar Opfer getroffen. Oh, let me guess. Baby Eater, Devil Worshipper. Die sieht cool aus. Me. I never killed anyone who didn't. A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies. As you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. Moment, aber wie ist sie dann auf den Nautiloiden gekommen? Und sie ist auch infiziert. Das ist ja alles schräg. Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. Alas, no joy. Ja, so ein bisschen. And you are Ben. Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. Das wäre gut, ja. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. It took me 10 years to properly escape. But okay. I'm free. Das hört sich eigentlich ziemlich nice an. Goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. Die Paladine von Tyr. The little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Okay, die sind also nicht wirklich Paladine von Tyr. Können wir weiter klicken. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Die ist so viel sympathischer als komischen. You'd be a fool to refuse her. Ich würde es auch gerne nehmen. Klingt ja ein famosen Plan. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Aww. Hang on though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now.
but don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Die habe ich direkt Bock. Moment. Ab ins Lager. Zum Lager. Ich will die in meine Gruppe haben. Frage ist, wen schmeißt man raus dafür? Wahrscheinlich Gale. Moment, da müssen wir aber... Müssen wir uns von Gale nochmal die ganzen Sachen... Geben wir das dir. Das Geld müssen wir uns sowieso mal von ihm geben lassen. Fällt mir gerade so auf. Plopp. So. Gale... Du bist zwar ein ganz netter und du hast einen fashion Hut auf. Our company grows stranger by the minute, and all the better for it. Aber ich würde kurz sagen, ja. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Das okay. Wo ist er denn? Da. Oh, ich bin direkt in der Mitte. Große Teufelsfrau, bin ich immer dabei. Why are we slowing down? Wie seid ihr dazu gekommen, Blutkrieg zu kämpfen? I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Na gut. Experiment, die beste Methode, einen Teufel zu töten. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Wie man Teufel tötet eigentlich. Was wisst ihr darüber, dass die Stadt Eltorno nach Avernus hinabgestürzt ist? I never knew the whole of how and why, but I remember the devil slavering with delight. I should have looked after the Eltorans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Moment, wer sie? Achso, das diesen Volk. Los, brechen wir auf. So, habe ich dich nämlich dazu und dir muss ich, glaube ich, noch ein paar Level-Ups geben. Jo, Reisesack, Stufenanstieg. Bam, baba. Klassenmerkmale. Sinn für Gefahr. Du spürst, wenn Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Du bist geschicklicher, sondern wegen Gefallen, Zauber und Oberflächen im Vorteil. Rücksichtsloser Angriff. Bei Angriff sind im Vorteil, aber auch die Gegner sind bei Angriff gegen dich im Vorteil. Okay. Ich kann sagen, da müsste ja noch ein Level abkommen. Wildherz-Unterklasse gewählt. So ist die Kampfrausch laden. Du kannst nun öfter... Je lange Rast im Kampfrausch geraten. Mit Tieren sprechen. Ah, okay, du kannst auch mit Tieren sprechen. Wähle dein Tierherz aus. Du kannst das Herz bei jedem Stufenanstieg ändern. Bärenherz. Im Kampfrausch kannst du gnadenlose Wildheit verwenden und bist resistent gegen jeden Schadensart außer physischen Schaden. Adlerherz. Schutzschlag einsetzen. Außerdem sind Gegner bei Gelegenheitsangriffen gegen dich im Nachteil und du kannst Sport als Bonusaktion. Sie ist so mobil im Kampf dann. Im Kampfrausch kannst du Urmassenflucht einsetzen und deine Bewegungsrate ist um 5. Okay. Kann ich das im Moment untersuchen? Urmassenflucht. 4 bis 7 Schaden. Schwimme vorwärts, greife alle Gegner im Weg an und wirf sie möglicherweise um, sodass sie liegend sind. Okay. Im Kampfrausch kannst du Tigerblutdurst einsetzen und deine Sprungreite weiter erhöhen. Was ist denn Tigerblutdurst? Schlage zu, um bis zu 3 Gegner gleichzeitig anzugreifen und sie bluten zu lassen. Wolfsherz. Im Kampfrausch kannst du anstachendes Heulen ansetzen und deine Verbündeten sind bei Nahkampfangriffswürfen gegen Feinde im Abstand von bis zu 2 Meter von dir im Vorteil. Ich glaube, ich will das Adlerherz haben. Stutzschlag. Liegend ist. Du erleidest keinen Fallschaden. Du musst dich über dem Ziel befinden. Kampfrausch erforderlich.
Aussehen Adlerpiercings. Ja. Ja, lass mal Adler. Wo sind denn die Piercings? Sind das die hier? Da. I guess, ja, okay. Das sieht schon episch aus. Also, optisch ist das Spiel schon echt eine Augenweide, kann ich nicht anders sagen. Optisch ist das Spiel schon echt eine Augenweide. So, du hast eine Zweihand-Axt. Wir hatten doch vorhin... Bist du nicht mit einem Kriegshammer besser dran? 4 bis 13, 4 bis 15? Nee, anscheinend nicht. Ist halt nur Wuchtschaden dann. Na gut. Aber wie sind... Achso, was ist denn eine Rüstung? Rüstungsklasse 10. Ach du Scheiße. Wir haben die andere aber schon verkauft, ne? Puh. Dann müssten wir sie aber rausnehmen erstmal. Also uns fehlt halt wirklich eine gute Rüstung. Und wir haben keine gute Rüstung mehr dafür. Jetzt haben wir eine 16, 14, 16. Du warst halt vorher auf 18. Ja, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Rüstungsklasse auf den Leuten, glaube ich. Sieht das nicht mehr ganz so episch aus. Aber du kannst ja nicht eine 14er Rüstungsklasse lassen, also eine 11er Rüstungsklasse. Das geht ja nicht. So. Lager verlassen. Kurz nach speichern, ihren Rucksack durchsuchen. Jetzt haben wir 3 Waifus dabei. Fällt mir gerade mal so auf. Kleriker, Halbelfen-Waifu, ausländische Waifu, Alien-Waifu und Teufels-Waifu. Sehr schön. Die Truppe nimmt Form an. Okay. Wir werden wahrscheinlich gleich kämpfen müssen. Vermute ich mal stark. Back, Beast, back! Seems like a good moment to talk. Slowing down. Wenn ein Paladin angeht, wie wir jagen sollten. Let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really Paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress up as Paladins of Tyr. No honor among devils. Okay, ich dachte nicht mehr, dass ich mal hier ende und ihr, was? Okay, wir nehmen dich. Oh, yeah. Und let's go in there. Hallo. Ye gods come back for us, have you devil? Anders, the beast has returned. Moment, ihr greift nicht an? Das wundert mich ein bisschen. Hat Hauptangriff bei Cyril benutzt. Kalak braucht 10 für einen Treffer. Ergebnis 7. Schussloser Angriff. You sought a fight, and now you have one. Unterlegen, du kannst... Oh, what? Hat diesen Stufe 4, deswegen. Die du vermeiden möchtest, entferne dich weit genug von den Gegnern, damit die Option freigeschaltet wird, aus Kampf fliehen. Vorübergehend feindlich gesinnt. Du kannst eine vorübergehend feindlich gesinnte Kreatur bewusstlos schlagen oder vor ihr fliehen. Aha. Kampfrausch! Zug beenden. So. Achso, und könnt ihr auch einen Feuerfall drauf schicken. Ja. Brauche nicht den Schlafsack aufnehmen. Schild des Glaubens mache ich mal auf sie selber, weil sie jetzt vorne an der Tür steht. Dissonantes Flüstern.
Und wo ist denn mein zweiter Grad eigentlich? Achso, das ist das, ne? Und das Springen. Also kann immer auf zweiten Grad, weil ich einfach... Scheißegal. Das macht aber super wenig Hitchance. Dann nehmen wir halt das. Das ging schneller, als ich dachte. Ich kann ja nicht meine Reaktion halten, um dann anzugreifen, wenn jemand in der Nähe ist, ne? Nope, nicht getroffen. Kommt ran, ihr Jungs. Eine von euch habe ich schon. Au. Warte mal, die kann die Tür dann zumachen gehen, ne? Ich habe mich, glaube ich, sehr suboptimal hingestellt. Nicht genügend Bewegungsrate. Ja, schade. Sturzschlag, rücksichtsloser Angriff. Nachteilig Rüstung. Vorteil ist rücksichtsloser Angriff. 11. Finde ich gut. So. Oh Gott, du bist ja fast dead. Warum bist du schon wieder so low? Holy shit. Das ist ja schlecht. Dissonantes Flüstern. 20%. Okay, dann mache ich lieber das. Moment, dann mache ich lieber das. No! Fehlschlag. Das ist schwierig. Bin ich in Reichweite? Ich bin in Reichweite. Au. Alter. Alter, okay, ich weiß wo... Moment, warum darf er mehrfach angreifen? F8? Wieso darf denn der dreimal in einer Runde angreifen? Und One-Tap jedes Mal einen Charakter von mir. Und ich habe vielleicht vergessen, dass ich kein Fett mehr habe, dass ich da die Tür irgendwie abschotten kann. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Leider, leider, leider. Bei dem Kampf würde ich, glaube ich, gerne noch ein Level aufsteigen. Auch wenn ich die Tante mitnehmen will. Jage die Teufelin, stelle die Paladine. Kunde die Kräfte, die den Parasit dir gibt. Aber wer. Irgendwer hat uns doch. Aber wo muss ich denn hin für die. Überlebende Karawane? Kehre zu Zevlo zurück. Ah, da ist die Kriegtalki-Patrouille. Goblin-Priesterin. Dann gehen wir doch hier unten lang. Wenn wir eh hier hin müssen. Das Damage macht sie, aber... Du willst jetzt sofort dahin. Hey. We're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Good news. Can't wait to see him finished. Das hört sich sehr schwer an. Okay, wir tauschen vielleicht doch nochmal, bevor sie irgendwie das sauer ist, dass wir woanders hinrennen. Dann müssen wir sie halt doch nochmal hier lassen. Ja? Ihr müsst vor uns im Lager. Come on. You don't mean that. Doch, meine ich. Oh, fine. So, das heißt,
behalten. Und so ein Gale. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich Schattenherz so cool finde. Go ahead. I'm listening. Moment. Wir könnten alternativ zu Gale auch ihn mitnehmen. Well met. That's the spirit. Den müssen wir aber auch nochmal level upen entsprechend. Er war, was war er eigentlich? Auch ein Hexenmeister, okay. Hätten wir zwei Hexenmeister in der Truppe. Das wäre, glaube ich, für die HP ein bisschen schwierig. Zauber erhalten. Zauber. Brennende Hände. Wäre schon ganz geil. Höllischer Tadel. Schutz vor Gut und Böse. Rascher Rückzug. Befehlen. Person bezaubern. Verwünschen. Beim nächsten Attribut dann immer ein Nachteil sein. Hexenpfeil. Ha. Schauerliche Anrufung. Qualvoller Strahl. Ja, kriegt der Dieb der fünf Schicksale. Hexenmeister soll Verderben wirken. Verderben zieht auf bis zu drei Kreaturen, sie halten irgendwie vier Angriffswürfe und Rettungswürfe. Teufelssicht. So. Der hat Teufelssicht. Der passt ganz gut zu seinem Augending. Zauber ersetzen. Kriegen noch eine Stufe 2 Zauber. Sengender Strahl. 6d6 ist halt schon geil. Nehmbar. Oder brauchen wir was? Spiegelbilder. Person festhalten. Das wäre halt ein guter CC-Spell für 10 Züge. Würde ich sagen. Blindheit, Krone des Wahnsinns. Krone des Wahnsinns ist gar nicht so einfach zu benutzen, weil man muss natürlich passend positionieren. Von daher wäre ich eher bei Person festhalten. Paktvorteil, Pakt der Klinge, Pakt der Kette. Kriegst du, würde ich sagen. Was könnte ich denn hier für Zauber raus? Arme, Rüstung von Arganis, temporäre Trefferpunkte. Nee, muss man nicht machen. Annehmen. Müssen keinen Zauber ersetzen. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich einen zweiten Hexenmeister in der Gruppe will. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Well, man. Are you sure? The blade stand and just. Das ist schon richtig. What's on your mind? Ich nehme Gale wieder mit. Das Abenteuer ruft. So. Was? 1021 XP? Nee, eigentlich nicht. So, Lager verlassen. Wie gesagt, damit die andere Tante nicht sauer wird, dass wir von ihren Dullis da weggehen. Ich glaube, aktuell sind wir noch ein bisschen sehr schwach dafür. Sind wir ehrlich. Holzkiste? Schriftrolle Dunkelheit, Silberbahn. Das ist nützlich. Einen ganzen Silberbarren. Wahrnehmung fehlgeschlagen auf alle hier. Ach, dammit. Haben es alle verkackt, die Wahrnehmung. Langbogen, Gegengift. Schuppenpanzer, das. Druid symbols on their equipment. Interesting pass. Moment, überladen, du trägst zu viel. Gail. Gail kann die ganzen Waffen nehmen, die wir hier noch rumliegen haben. Wenn ich wieder ein bisschen leichter beladen bin.
Moment mal, aber irgendwas war hier. Kampfprotokoll? Nein, überladen. Reaktion? Zaubertricks? Hier kann ich die Vorbereitung ändern, ne? Nebelwolke, Beschwörungszauber. Kann ich das rausnehmen? Ich muss mal Feind Familie übrigens casten. Rabe, Ratte, Frosch, Krabbe, Katze, Spinne. Rabe das. Dann hat man ja auch dauerhaft, oder? Quote. No time to rest. Dem kann ich aber nicht reden. Aber irgendwie war der doch jetzt ins Dingensbumst inspiriert. Inspirationen. Hab ich gerade kein. Aber du hattest einen, oder? Geheimnisse Teil öffnet dieses Buch der toten Götter. Finde die Droiden- und Hafenrüstung. Ha. Huh. Das ist eine 14er Rüstung, Steve. Eine mittlere 14er Rüstung, ne? Hier gerade richtig? Mittlere Rüstung, genau. Leichte Rüstung. Achso. Das hat sie eine Hafenrüstung an, ist auch ein bisschen weird, aber naja. Barbarenkleidung. Warum ist die... Warum... Die Barbarenkleidung ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Weil die Rüstungsklasse dann so niedrig ist. Die hatte, glaube ich, irgendeinen Vorteil. Barbaren brauchten aus irgendeinem Grund keine andere Kleidung. Ich erinnere mich noch dran, aber ich weiß nicht mehr warum. Das müsste man jetzt nochmal im Kopf haben. Wie die Regeln da sind. Muss mal hier alles sortieren. Hallo? Warum ist hier eins frei? Okay. Der hat also irgendwas mit Hafnern zu tun. Die kenne ich ja jetzt aus dem Film von Dungeons & Dragons. Und irgendwo war hier noch was. Wahrnehmungscheck. Den ich gefailt habe. Mit allen Vieren. Weiß nicht, ob das wirklich was Wichtiges ist, was ich da gefailt habe oder nicht gefailt habe. Das ist so der Knackpunkt.